Ja, kennt ihr den Spruch, Wasserknappheit ist nicht mein Bier? Ich glaube, das galt früher mal und gilt jetzt nicht mehr. Ja, ich beobachte das schon länger, dass die Sommer bei uns hier immer trockener werden. Wir haben immer längere Dürrephasen und das Wasser wird wirklich knapp. Ich habe einige Seen hier schon gesehen, die ausgetrocknet sind. Und deshalb ist bei mir hier in der Gegend zum Beispiel verboten, Wasser zu fördern über einen Brunnen oder eben das Wasser aus der Leitung zu nehmen und damit den Garten zu wässern. Ja. Daran halte ich mich auch. Deshalb sieht mein Garten unter anderem so aus. Das ist natürlich auch einmal daran geschuldet, dass ich im Urlaub war. Aber wie gesagt, ich halte mich auch an dieses Gesetz, denn es sind empfindliche Bußgelder hier verhängt. Was man dagegen machen kann, damit nicht alles im Garten kaputt geht, das möchte ich euch auch noch mal kurz zeigen. Das ist natürlich Regenwasser, ja, zu sammeln und das dann zu verwenden. Das ist in dem Fall nicht verboten. Aber wie gesagt, die angesprochenen Punkte, die sind verboten. Aktuell ist es so, dass es in Nordrhein-Westfalen laut Bußgeldkatalog zwischen 150 bis 50.000 Euro kosten kann. Da gibt es wahrscheinlich dann einige Extremfälle, aber ja, das möchte man natürlich überhaupt nicht bezahlen. Und es sind viele weitere Bundesländer oder auch Kommunen und Gemeinden davon betroffen, die eben das verbieten. Deshalb erkundigt euch da unbedingt. Man weiß es ja, der ein oder andere aufmerksame Nachbar, der guckt vielleicht ein bisschen genauer als ihr und schon habt ihr den Salat. Ja, mein Teich, der ist noch recht gut gefüllt. Damit komme ich eigentlich bisher immer ganz gut über die Runden und auch der Himmel verspricht die nächsten Tage ein wenig Regen. Ja, so schaut's aus. Ich hoffe, das war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer MacTaberick.